Servus Leute, bevor wir loslegen, wollte ich euch gerade mal zeigen, guckt mal, das ist jetzt dazugekommen, eine Straßenkarte in dem Spiel, wo es um Straßen geht. Nein, was jetzt alles geplant ist. Denn kein Story-Modus, der ist schon drin, das ist einfach nur Überleben. Neues Story-Kapitel, mehr Story-Kapitel, benutzerdefinierte Ereignisse, mehr infizierte Bodenerhebung, das finde ich schon mal cool. Auto-Workshop, das ist auch nicht schlecht. Was mit Gänge gemeint ist, weiß ich nicht. Ich vermute mal, damit ist Gangs gemeint, Gruppierungen. Jagdbare Tiere, Zonenmerkmale, habe ich keine Ahnung, was das sein soll. NPC-Zonen, finde ich geil. Ausdauersystem, da habe ich ein bisschen Angst davor, weil ich vermute, das wird die Expeditionen betreffen. Sprengstoff, Sprengstoff ist immer gut. Man kann nicht genug Sprengstoff haben. So. Ja, machen wir mal weiter mit unserem Überleben. Und es ist schön, dass ihr wieder da seid. So, wir können Türme und Mauern und Stacheldraht übrigens bauen. Haben wir einfach nur noch nicht gemacht. Werde ich aber wahrscheinlich in der Folge hier anfangen. Tja, die Antennentechnologie wird ja erforscht. Die wird erforscht, jawohl. So, mein Freund. Dann lass mich doch mal gucken. Dass ich. Ah, gut, hier. So. Also, wir haben überlebt. Dann würde ich mal sagen, wir fangen hier an mit dem Erforschen. Und die andere Gruppe, die geht dahin. Ne, warte, hier fangen wir an und dann so rüber. So, jetzt einfach mal gucken, was ihr schafft. So. Sehr gut. Die Werkzeuge, das funktioniert. Ha, ah, unser Glückstag, ja, das stimmt. Oh, geil. Die Waffen brauche ich auch, um Schutzgebäude zu bemannen. So. Okay, dann fangen wir doch mal an. Eine Antenne, die bauen wir gerade mal hier hin. So. Leute, da habt ihr noch ein bisschen was übersehen. Ach, das ist das, was ich extra gefunden habe. Das zählt jetzt nicht zum regulären dazu. Okay. So, ich habe jetzt Leute in der Landwirtschaft, die stellen Nahrung her. Ich brauche aber... Ah gut, Lebensmittelzubereitung läuft auch schon. So, ihr seht, ich kann ihm jetzt sagen, ey, hier, mach Weizen und normale Nahrung oder hier machen mit Fleisch. Fleisch machen wir hier in der Scheune übrigens herstellen. So. So, geh am besten nochmal hier hin. Dann könnt ihr die Nacht da unten das bewachen und wenn ihr da fertig seid, geht ihr bitte hier hin. So, warte, die Forschung ist ja fertig. Ah. So, okay, jetzt kann ich Gruppen zurückrufen. Was machen wir denn als erstes? So, Lebensmittel hätte ich gerne. Landwirtschaft erhöht die Ernte. Das ist wichtig, braucht 16 Stunden. So, und das erste, was wir jetzt machen... Wir laden jetzt Leute ein. So, wir haben... Oh, wir kriegen jetzt schon eine Antwort. Wie viele seid ihr?
7. Oh. Wie habt ihr überlebt? Das ist irgendwie immer so die Standardantwort. Ich habe noch nie eine andere Antwort bekommen. Mischung aus Scharfsinn und ein bisschen Glück. Ich weiß nicht, ob ihr so auch Plünderer einladen könnt. Keine Ahnung. So. Wo seid ihr? Ich könnte jetzt sagen, hey, wir holen euch ab, aber die sollen gefälligst selbst kommen. Die werden am nächsten Tag, denke ich, dann eintreffen. Nachts verstecken die sich ja eh automatisch, insofern. So, es ist keine Nacht, die frei von Infizierten ist. Okay, so. Dann machen wir hier weiter. Sind ja alles kleine Gebäude. Das sollte relativ schnell gehen. So. Machen wir jetzt auch mal hier die Siedlung. Ah, das ist ein Hinterhalt. Die haben unsere Leute gefangen genommen, die Schweine hier. So. Eigentlich müsste ich jetzt meine Leute hier entwaffnen und müsste ihnen sagen, ey, hört mal, wir müssen, packt da Konserven ein, die müsste ich dann hier aus dem Lager holen und müsste die da runterschicken mit, sag mir's, mit dem Futter. So. Da wir aber genug Waffen haben, schicke ich jetzt auch einfach genug Leute da rein. Und wir holen die mit Gewalt da raus. So, ihr geht ein bisschen zurück, weil ihr seid verletzt. So, okay. Dass wir da nicht noch Tote zu beklagen haben. So, die haben Sturmgewehre. Also es ist eh schon ziemlich gefährlich. Es sind auch nur 4 Stück, also das passt. Angriff! God damn it, they fooled us! Kill them, boys! I'll get you next time, operator! Ja, das will ich sehen. So. Ready for action. Waiting orders. Ja. Dankeschön. Jetzt muss ich wegen dir hier meinen ganzen Plan verschieben. Mag ich nicht, nur dass du es weißt. Ah, die haben ein Sturmgewehr. Vielen Dank. Das ist gut. So. Ja, viel Metall ist da ja nicht, was sie da sammeln können, aber ich brauche auch viel Holz. So, und ein paar Ziegel sind da auch, das ist okay.
So, das ist auch ganz wichtig. Wenn ich ein Gebäude nutze, dann habe ich da keine Leute, die ich da reinschicken kann. Also, das Gebäude hat dann die Funktion nicht mehr, als zum Beispiel hier als Lagerhaus oder als Wohnhaus. Das heißt, ich kann nicht mitten in der Nacht anfangen, ein Gebäude zu reparieren. Das geht nicht gut aus. So, reparieren. Maximal Leute einsetzen, das geht ja schnell. Da oben sehe ich den Fortschritt von meiner Forschung. Ah, sehr gut. Das ist eine Nacht ohne Angriffe. Sehr gut. So, das ist halt auch wichtig. Die brauchen für Fleisch, brauchen die halt Nahrung. Also Weizen. Plündert ihr mal noch? So, ich nehme die jetzt an. Wie gesagt, ich habe noch nie mitbekommen, dass da eine Falle war. Ich hoffe, das bleibt auch so. So, die sind da oben. Ja, das ist ja fast in der Nähe. Die kommen da hin. Bei Unwetter, da ist aber hier auch eine Warnung, da können Untote auch rumlaufen. Okay, ich habe mich schon gefragt, wo du hin bist. So ein schöner Tag draußen. Hattest wohl einen guten Schlaf. Ich werde heute zu diesem Haus am Ende der Straße gehen. Es ist Zeit. Da sind sie. Gary? Ah, sehr lustig. Wirklich sehr lustig. Du hattest mich fast. Weißt du, ich weiß unsere kleinen Gespräche wirklich zu schätzen. Ja, wer sind sie? Dann habe ich... wir haben gestern gesprochen, am Tag zuvor. Ich kenne deine Stimme. Hör auf zu scherzen, Gary. Ich bin nicht Gary. Aber ich... Dann wer bist du? Zone beitreten. Wir haben hier eine Zone eingerichtet. Ich bin der Chief, es ist sicher. Du sollst dich uns anschließen. Ich war seit Monaten nicht mehr aus dem Haus. Ja, zeig mir doch mal. Wo bist du? Wie lautet deine Adresse? Neudorfer Straße 30. Squad schicken. Wir schicken einen Squad zu deinem Standort. So. Dann mache ich jetzt mal einen neuen erstellen. Aber warte mal, das machen wir anders. So. Ich brauche ja einen Platz frei. Also mache ich jetzt einen Squad erstellen mit 3 Leuten. Ihr geht hier zu dem Auto als erstes. So, Forschung abgeschlossen. Jetzt habe ich mehr Nahrung. Okay. Düngetechniken. Ja, ich habe keine Düngemittel. Noch nicht. Medizin, medizinische Versorgung. Die ist schon mal wichtig. Die brauchen wir. Ah, das sind sogar welche mit Sturmgewehr, schön. So. Da steht was, ey, wir können mit dem Fahrzeug auch Feinde überfahren. Habe ich bisher nicht rausgekriegt, also wenn das geht, keine Ahnung.
So. Jetzt hoffe ich, dass es keine Falle ist. Boss, we found the guy. Nee, den nehmen wir. Take him. Every life matters. Going there. On my way. Hallo. Gott, das ist jetzt scheiße. Ich habe gedacht, er schließt sich dem Squad an. On my way. Das ist jetzt echt blöd. Okay, Ketten anstatt Reifen, vielleicht eine Art Planierraub oder ein Panzer. Hm, wir haben also Spuren gefunden, da müssen wir mal drauf achten. Oh scheiße, das ist ein Großangriff. Sofort abbrechen, sofort zurück. Ah, seht ihr, jetzt ist Winter, das ist jetzt zu kalt. Haben Sie das gehört? Das müssen Jahrhunderte sein. Bereit machen! Okay. Get ready to defend the zone. Natürlich, jetzt kommen Hunderte, wenn ich mit einem wenn ich da versuche, einen einzigen Typen zu retten. Natürlich. Es muss aber nicht jedes Mal auch ein Angriff kommen, nur dass ihr es wisst. Also es kann sein, dass jetzt das die Vorbereitung war, aber dass du jetzt irgendwo hier auf der Karte gestartet sind und hier gar nicht ankommen. Oder dass sie natürlich jetzt von allen Seiten kommen. Feuer! Nur als Vergleich, wenn da ein Alpha wäre, wird der so die Verteidigung mit ein paar Schlägen kaputt kriegen, komplett. Komm, guck mal, da läuft Futter rum. Lohnt sich doch viel mehr als die Gebäude. Ja, dann löse ich auf, da wird jetzt eh nichts mehr kommen. Ja, gucken, ob ich die noch ein bisschen andocken kann, bevor die Sonne aufgeht. Ja, jetzt hauen sie ab, weil die Sonne aufgeht. Hinterher! Wir halten durch, verdammt.
all that's left of humanity. We're not alone here. So. Ach, da ist eine Straßenlaterne. Ah, shit. Sammle Holz. So, komm, mach dir das da oben alles nieder. Das brauchen wir eh alles. So. So ein Tor hält auch nicht viel aus, muss man einfach sagen. Aber besser als gar nichts. Und ich habe dann noch ein bisschen zusätzliche Feuerkraft. So. Eingehende Übertragung. Einladen. Komm, wir brauchen mehr Leute. So, komm, ihr dürft kommen. So, dann kommt mal zu uns. Ja, guck mal, so weit sind die jetzt gar nicht weg. Das funktioniert. So, das sind Überlebende und das sind welche mit Machete. Das sind Nahkämpfer, diesen. Also, das sind welche, die wollen sich uns anschließen. Ja, wie gesagt, aus irgendeinem Grund sind die mit den Schusswaffen, sind die. Also, ich habe bis jetzt noch nie eine Plünderer-Truppe mit Nahkampf. Waffen gesehen. Vielleicht gibt es die auch. Habe ich aber auf jeden Fall mal noch nicht gesehen. So. Das wird jetzt noch was geben hier. Ich ist schlau, dass ich meine Nahrungsgebäude außerhalb des Verteidigungsrings gebaut habe. Aber ich will verschiedene Ringe bauen. So. Ein großes Stück Trockenfleisch mit einem Seil drumherum, das ein Falle zu sein scheint, okay. Na, inspizieren wir es mal. So, infiziert ausgelöscht. Stimmung unzufrieden, haben keine eigene Unterkunftbewohner. Eieiei, gut. Ja, Leute, da würde ich sagen, das ist etwas, wo wir in der nächsten Folge dran gehen. Danke, dass ihr dabei wart. So, also mein Plan ist jetzt erstmal hier diese Mauer fertig zu machen. Dann mache ich hier unten noch ein paar Gebäude akquirieren. Keine Ahnung, ich nehme ein paar Gebäude für meinen Nutzen, reiße ein paar ab und erweitere die Zonen dann da unten, dass ich quasi mehrere ineinander übergreifende Verteidigungszonen habe. Und wenn mal was durchbrochen wird, dann habe ich wenigstens noch die Chance, die Leute zurückzuziehen und weitere Verteidigung zu nutzen. Ob es gut ist? Keine Ahnung. Aber da unten die Wohngebäude werde ich halt ziemlich brauchen, um die Bewohner unterzubringen. Und wenn mir jetzt schon welche fehlen, die Zone hat eine seltsame Person aufgenommen. Ja, das werdet ihr überleben. Gut, dann macht's gut, Leute, und vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Macht's gut und lasst euch nicht infizieren.